Christian Mitschke von Blue Spaces Photography. In letzter Zeit erreichen mich vermehrt Zuschriften von Fotografen, die gerne M42-Objektive an Nikon-Kameras montieren wollen. Das ist prinzipiell möglich, denn ein M42-Objektiv hat zwar ein Schraubgewinde und ein Nikon-Objektiv hat so ein F-Bajonett, aber es gibt Adapter. Ich habe hier an meiner Nikon DF mal ein M42-Objektiv montiert. Und wie ihr seht, kann ich das abschrauben, denn ich habe hier drin einen Korrekturadapter mit einer Linse, mit der ich auch die Unendlichkeitsstellung an diesem Objektiv nutzen kann. Euch muss klar sein, eine weitere Linse zwischen Objektiv und Kamera wird das Bild verfälschen oder nicht gerade verbessern. Also das sollte man immer beachten. Es gibt wirklich tolle Objektive für M42, aber die werden natürlich nicht dieselbe Leistung mit so einem Adapter an der Kamera bringen, wie an einer Kamera mit einem M42-Schraubgewinde. Das hier ist ein Mir 1B mit 37 mm. Das habe ich jetzt hier an meiner Nikon DF verwendet. Ganz wichtig, ihr müsst nachschauen, ob eure Kamera mit solchen Objektiven fokussieren kann. Fokussieren kann sie sowieso nicht. Ob eure Kamera mit einem solchen Objektiv eine Belichtungsmessung durchführen kann, ob irgendwelche Automatikprogramme zur Verfügung stehen. Bei der Nikon DF ist das relativ einfach. Da geht relativ viel. Ich verwende das Objektiv jetzt hier im manuellen Modus, aber ganz wichtig, ich muss es in den Objektivdaten hinterlegen. Das zeige ich euch gleich. Dazu geht ihr ins Menü und dort in den Menüpunkt System. Wenn man das ganz nach unten durchscrollt, gibt es irgendwo den Punkt Objektivdaten. Wenn ihr dort reingeht, könnt ihr verschiedene Objektive hinzufügen. In meinem Fall habe ich jetzt hier ganz viele Objektive drin. Das Objektiv Nummer 1, das hier, das ist dieses Mir 1B, ist ein 37 mm Objektiv mit Blende 2,8. Das ist im Grunde ein Klon vom Zeiss 35 mm 2,8. Da ich jetzt hier als Brennweite 37 nicht auswählen kann, hier sind jetzt nur Nikon-Brennweiten drin, habe ich 35 gewählt, Lichtstärke 2,8, Blendenübertragung, ganz wichtig, Non-AI. Das geht jetzt vermutlich nur bei der Nikon DF. Bei anderen Nikon-Kameras weiß ich nicht, ob man das hier auch einstellen kann. Damit stehen jetzt Matrixmessung, Spotmessung und auch die Belichtungsautomatik zur Verfügung. Das ist natürlich eine schöne Sache. Das heißt, ich stelle jetzt wie gehabt am Objektiv die Blende manuell ein. Ich kann damit fokussieren und die Kamera wird mir selbstständig eine korrekte Belichtung liefern. Und am Ende habe ich ein Ergebnis. Also das ist immer mit bisschen Vorsicht zu genießen. Die Objektive haben, die M42-Objektive haben sowieso keinen Autofokus. Das heißt, ihr müsst mal schauen, ob ihr mit dem manuellen Fokus zurechtkommt, gleichzeitig welche Belichtungsmessungen es gibt. Und ansonsten im Worst Case geht alles nur manuell. Einfach ausprobieren. Viel Spaß dabei!